Liebe FIFA-Freunde, es geht weiter. Es ist mittlerweile Saison 4 mit unserem SC Freiburg im Karrieremodus. Tja, und es ist eine ganz, ganz spannende Phase, wie wir hier sehen. Wir stehen am 1. Juli. Wir haben uns bereits einen Stürmer geholt. Ablösefrei Gavranovic. In der Verlosung ist natürlich noch unser Yasin Benzia, den wir vor einem Jahr verkauft haben, wo ich ihn total unter Wert habe verkauft. Und das tat mir danach auch leid und ihr habt mir da auch dementsprechend auch verdient, den Kopf gewaschen. Und ja, den könnten wir uns jetzt wiederholen. Hier habe ich die Wunschliste. Habe noch ein paar reingepackt, die mir genannt worden sind. Einerseits Memphis Depay für die rechte Seite. Der kann nämlich auch rechter Flügel spielen. Hier wird er als linker Flügel angegeben. Ist alles kein Problem. Und dann noch den guten Chomari Dongu-Zafak. Stürmer vom FC Barcelona, mittlerweile 21. Da in der zweiten Mannschaft unterwegs. Deswegen werden wir den nochmal beobachten. Genau das gleiche dann gilt für Depay, aber der scoutet den schon. Also alles bestens. Und da müssen wir dann mal gucken, was passiert. Deswegen, logischerweise, es geht auch mal einen Tag vor. Oder zwei, oder auch drei, um einfach mal zu gucken, was da passiert. Also in Belgien hat er schon mal nichts mehr gefunden. Da müssen wir das nochmal ändern. Kenneth Sohore, da haben wir ein Angebot. 2,1 Millionen Werder Bremen. 2,4 ist er wert. Wir haben damals, glaube ich, 3 bezahlt, wenn ich richtig informiert bin. 2,5 fände ich, glaube ich, ganz in Ordnung. Weil wir müssen gucken, ne? Wir müssen gucken, der hat ja nur seine Stärke. Er hat seine Qualität, auch wenn das jetzt gegen Saisonende nicht mehr sichtlich war. Ich werde mit 2,8 versuchen. Mal gucken, wenn wir uns 2,5 treffen könnten, wäre das, glaube ich, ganz gut. Und ich denke auch, dass Bremen da die finanziellen Mittel hätte, um mit uns da übereinander quasi einig zu werden. Okay, Belgien ist nix. Das müssen wir ändern. Bei den Aufträgen ist es, glaube ich, schon okay. Rechtes Mittelfeld, Stammspielerqualität. Ich schmeiß das mal raus. Und ja, wir müssen dann ja eher Stürmer suchen. Logischerweise, wenn jetzt Sohore geht. Lassen wir das mal auf 24 stehen, aber hier nicht auf 16. Ich habe nämlich keinen Bock auf diese Gesichtslosen, wie ich sie mal so schön nenne. Deswegen gehen wir hier auf 25. Bisschen Qualität und bisschen Erfahrung brauchen wir gepaart am besten, weil international fehlt es einfach dann komplett. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Ein paar Erfahrene sollten da schon drin sein. Dann machen wir hier Stürmer und ja, das hier ist jetzt die Frage. Der sollte Stammspielerqualität auf jeden Fall haben. Und dann mal gucken, was er findet. Ist natürlich jetzt auch von den Ländern her nicht sinnvoll, das zu ändern. Also er soll jetzt lieber erstmal gucken, was er da noch finden kann. Was ich aber gern machen würde, Stichwort Stürmer, wir können das hier auch suchen lassen. Ja, Angriff ist schon okay, dann können wir hier auf Stürmer stellen. Liga. Einfach mal gucken, was da in der Bundesliga los ist. Wo sind denn die? Wahrscheinlich ganz am Anfang, hoffe ich zumindest. Ja, da haben wir sie. Minimal 21, maximal 26. Und das in der Bundesliga. Mal gucken. Das fängt auch schon mal ganz gut an. Irgendwie versuche ich, die mal zu ordnen. Irgendwie ordnen wir die mal. Und fangen am besten mal oben an. Alberto Paloski von Leverkusen. Alejandro Pato ist bei Dortmund. Was ist denn hier passiert? Ist er komplett an mir vorbeigegangen? Arthur Sobiek haben wir hier von Hannover. Joselu von Hoffenheim. Da sind schon ein paar interessante bei. Auch hier Admir Mehmedi, den wir ja verkauft hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Wirklichkeit gefällt der mir zurzeit außerordentlich gut, was der da spielt für Freiburg. Wir können ja nochmal gucken, beobachten hier und auf die Wunschliste setzen. Das wäre natürlich ein Ding, wenn wir Mehmedi zurückholen und Benzia zurückholen. Das wäre natürlich der absolute Gipfel, ne? Das sind noch absolute Kracherspieler drin. Lasogga hier zum Beispiel, Václav Kartletz von Frankfurt. Jungmin Son, Josip Drimic von Nürnberg, Philipp Hofmann, Sean Parker. Arkadiusz Milik ist auch interessant. Ist auch sehr interessant. Ich hoffe, wir haben genug Scouts frei, dass die sich hier die Spiele angucken können. Ich denke mal, das reicht erstmal in der Bundesliga. Was ich noch ganz gerne machen würde, wir hatten es eben schon mal ganz kurz, österreichische Bundesliga. Mal schauen, was da los ist. Alan von Red Bull Salzburg. Finde ich irgendwie auch klasse. So, den gucken wir auch mal durch. Horvath Nielsen,
auch von Red Bull Salzburg. Zulechner hatten wir ja schon, ne? Den hatten wir uns schon mal angeguckt hier. Wo ist er? Da unten, er hier. Deni Alla, auch immer interessant. Oh Gott, das werden wieder viel zu viele. Das wollte ich eigentlich nicht, ne? Ich wollte es ja eigentlich relativ gesittet halten, dass das auch sehr schnell hier Ergebnisse liefert. Mal gucken, wir gehen ein bisschen vor. Kalender, das erste Testspiel. Ich denke mal, bis dahin gehen wir, bis zum 25. in dieser Folge. Und dann schauen wir mal. Es ist ja immer noch Zeit. Also wenn ihr Tipps habt, das ist ja nicht tot, ne? Das ist ja nicht tot. Guckt mal, wie lange wir hier theoretisch verpflichten können. Bis dahin. Das ist sehr, sehr interessant, weil das sind dann schon 5 Bundesliga-Spieltage vorbei und dann kommt erst das Transferfenster. Also da geht schon einiges noch. Da geht schon einiges noch. Gehen wir einen Tag vor. Mehr lassen die uns momentan nicht. Für Michael Frey, das können sie vergessen. Also das können sie vergessen, Olympique Marseille. Bis 18,5 Millionen. Oder ich muss ihn verkaufen, dann habe ich 18,5 Millionen und dann habe ich aber sowas von die Möglichkeit, Benzia zurückzuholen. Ich werde es einfach mal probieren. 18,5. Diesmal mache ich den Fehler nicht. Diesmal gucke ich oben hin. 18,5 Mille. Gegenangebot. Werden die im Leben nicht machen. Im Leben nicht. Der ist 7,5 wert. Aber man sieht schon, was der momentane Wert für uns ausmacht. Seine Tore waren es ja, die uns da oben überhaupt erst hingeschossen haben. Ins internationale Geschäft. Ja, schicken wir das mal ab. 18,5 Mille. Olympique Marseille. Ja, Gott sei Dank lerne ich ja auch dazu. Also, so gut er mir auch gefällt, aber wenn die das Geld bezahlen, dann wirklich mit Kusshand bye-bye und versuch da in Frankreich beim Spitzenverein dem Ganzen deinen Stempel aufzudrücken. Also ich finde diese Phase mal so klasse. 2,8, so Sohore, gründlich überdacht entschieden, es zu akzeptieren. Also 2,8 bekommen wir für Sohore. Die werden sich dann zusammensetzen. Das würde bedeuten, wenn wir uns das Ganze mal angucken hier, Teambericht kann ich glaube ich am besten gucken, dann kann ich das Ganze nämlich auch hier sortieren, bei den Stürmern. Sohore wird dann gehen. Mikita soll gehen, dann haben wir Gavranovic und noch Michael Frey, noch. Und Schreivers natürlich. Und Schreivers soll und wird diese Saison eine Rolle spielen. Das werde ich ihm nicht vergessen, dieses Tor gegen Stuttgart. Dieses späte, also diese Erlösung, die wir da hatten. Ich komme damit klar, dass wir auf der Sturmposition ein bisschen rotieren. Den Rest möchte ich ganz gerne so behalten. Wir müssen auch nicht unbedingt im rechten Mittelfeld jemanden verpflichten. Es sei denn, der Tausch würde funktionieren mit Jonathan Schmid und dem guten Kevin Volland von Hoffenheim. Noch ein Transferangebot. 12 Millionen von Bayer Leverkusen. Dann werden wir das hier auch versuchen mit 18,5. Ist der Wahnsinn, ne? Ist der Wahnsinn. Was so eine Saison ausmacht. Ich meine, er hat doch eine 78. Der ist richtig stark. Noch eins oder was? Nee. André Hoffmann, Gehalt. So, jetzt ist die Frage. Ich will nicht zu viel für Gehälter ausgeben, weil das brauchen wir natürlich alles noch. Sortieren. Defensives Mittelfeld, wo ist er denn? Hoffmann, 25. 3 Jahre hat er noch. Nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ganz ehrlich. Also 3 Jahre hat er noch Vertrag. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Aktuell ist aus Frankreich 3 Spieler gefunden. Sebastien Allais, Wissam Ben Yedder und wen haben wir noch? Cédric Bakambu. Hm. Wer hat denn von denen das meiste Potenzial? Ich habe keine Ahnung. Also Sochaux spielt auf jeden Fall nicht international. Archi Auxerre, Zweitligist gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob die mal aufgestiegen sind. Wenn, dann er hier. Wissam Ben Yedder ist allerdings nur 1,70. Also das ist so ein Typ Wuselstürmer. Die hier sind deutlich größer. Fuß rechts, ja. Lass ich erstmal so stehen. Lass ich erstmal so stehen. Angebot akzeptiert. Also wir bekommen Volland und geben Schmid ab. Damit hätten wir diese Position auch erledigt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das durch ist, ne? Finde ich klasse. Also Volland ist ja, wie ihr wisst, auch so ein Lieblingsspieler von mir geworden, obwohl er Hoffenheimer ist. Ja, 4 Jahre möchte der. Machen wir dann. Torprämie 10%, Rolle im Kader. Essentieller Stammspieler hat da drinstehen, muss ich das auch machen. Muss ich das auch machen. Bakali linke Seite. Bakali linke Seite, ne? Und dann wäre Zuck wieder überflüssig. Oder Bakali eben linke Seite und wir haben dann halt die Backups. Ich weiß nicht, ob Zuck rechte Seite spielen könnte. Wir probieren das mal. Essentieller Stammspieler bei Volland.
45.000 ist auch in Ordnung. Wir bräuchten anscheinend dann noch ein bisschen mehr vom Gehaltsbudget. Michael Frey, dass er uns nicht so viel wert ist. Dass er uns nicht so viel wert ist. Also beide sind da eher, ja, als beendet betrachtet. Also das war dann anscheinend doch zu viel für die. Sollen wir aber recht sein. Ich muss den ja nicht hergeben. Das war jetzt einfach nur bei so einer Summe. Da muss man dann einfach zuschlagen. Das geht gar nicht anders. So, Spieler verkauft, habe ich gerade gesehen. Mikita, Angebot. Frei, Angebot. Günther, Angebot. Angebot akzeptiert. Also, Kevin Volland ist, wenn wir das Ding jetzt annehmen, Mitglied vom SC Freiburg. Im Tausch gegen Jonathan Schmid plus 500.000. Aber das ist klar, die Perspektive, der ist 3-4 Jahre jünger. Und ist ein deutscher Spieler, ne? Der kann auch wirklich ihr Aushängeschild werden. Das, was Jonathan Schmid jetzt war. Aber da fehlt mir dann einfach die Perspektive. Er hat auch nicht mehr wirklich so die letzte Saison gespielt, wie ich mir das vorstellen würde. Schauen wir mal, was der kann. Da haben wir Gavranovic mit seiner 71. Ist ja so, er auch schon weg jetzt. Da stelle ich jetzt erstmal Schreivers hin. Mal ist auch wieder da. Mal ist auch wieder da. Der kann natürlich dann auch sofort wieder gehen mit einer 61. Zuck, genau, da wollte ich wissen, ob der auch die linke Seite beackern kann. Die rechte Seite kann er auch. Wunderbar, super Geschichte. Also, dann wird quasi Zuck auf der rechten Seite der Backup für Kevin Volland. Ist dann so ein Typ Robin, der da mit dem linken Fuß, mit dem starken, reinziehen kann. Aber das Gute ist, schwacher Fuß, 4 Sterne. Macht auch gar nichts Sinn, wenn man mit dem rechten Fuß flanken muss. Das ist eine super Geschichte. Mikita haben wir ein Angebot bekommen. Öztunali. Soll auf jeden Fall bleiben. Kader ist schön klein. Das ist wichtig. Ich muss jetzt gucken, dass ich den Überblick behalte hier. Aus Belgien. 3 Spieler. Da haben wir Imo Ezekiel. Benito Raman und Michi Batshuayi. Will ich beide scouten lassen. Sind gute Jungs. Sind wirklich gute Jungs. Wunschliste mache ich auch mal drauf. Den Ezekiel genauso. Also Lüttich hat schon wirklich eine ganz, ganz starke Förderung. Vor allen Dingen vor einem Sturmfeld ist auf mit den beiden hier. So, was haben wir denn noch? Irgendwas war hier noch. Spieler verkauft. Sohori, okay. Transferbudget 2,1 Millionen. Wir müssen das bei den Finanzen nochmal anpassen. Nicht, dass wenn irgendwo... Ja, Transferbudget 13 Millionen, Gehaltsbudget 80.000. Habe ich eigentlich bei Benzia angefragt? Da müsste ich nochmal nachgucken bei der Wunschliste. Wo haben wir den? Yassin Benzia. Wäre natürlich Weltklasse, wenn er käme, ne? Für Kauf. Habe ich das gemacht oder haben die das abgelehnt und ich habe es nicht gemerkt? Das ist anscheinend wirklich abgelehnt worden, ne? Ist anscheinend wirklich abgelehnt worden. Ja, wir sollten ihn beobachten lassen. Ja gut, aber das dauert ja jetzt wieder. Wir wissen ja, was der kann. Ist ja nicht so, dass ich ins Blaue schießen würde. Oh Gott, ja. Was haben wir denn damals? Ich versuche das mal mit 8,5. 8,5 anfangs. Ich kann auch weniger bieten, ne? Kann ja auch. 6,5. Man weiß ja nie, wie dusselig FIFA ist, ne? Ob die das nicht doch durchgehen lassen würden. Das wäre schon echt ein großes Anliegen, wenn wir den bekommen könnten wieder. Dass der zurückkommt nach Freiburg. Und dann kann das eine großartige Saison werden. 3 Spieler aus Deutschland. Adam Morgan, den haben wir eben auch gesehen. Ganz, ganz bekanntes Gesicht. Wer mein Food-Let's Play guckt, Ultimate Team, der kennt den. Der spielt nämlich da bei meinem England-Team vorne im Sturm. Füllkrug und Aaron Johansson. Oh, das ist ein Ami. Der wird wahrscheinlich doch eher Aaron Johansson ausgesprochen. Tja, 25. 1,84 ist der. Füllkrug 1,88. Morgan 1,79. Tja, das dauert jetzt ewig noch, bis die gescoutet sind. Ich lasse das mal so stehen erstmal. Transferangebot für Frei, also die nächste Geschichte. 11 Millionen. Was wollt ihr denn? Ihr habt doch Caicedo. Was wollt ihr mit Frei? So, ich versuche... Ja... Der Marktwert liegt zwischen 13,4 und 18,5. Marktwert, obwohl unten weniger steht. Probiere ich das mal mit 19 bei den Russen. Die können doch normalerweise Geld rausschmeißen. Ohne Ende. Gegenangebot. 19, Lokomotive Moskau. Also das ist eine sehr, sehr geile Transferphase, wie ich finde. Dann haben wir noch Christian Günther, 1,7, FC Fulham. Aber ganz ehrlich, den will ich nicht hergeben. Künftige Untersagen, der ist eingeplant. Christian Günther hat sich gut entwickelt. Und dann nochmal frei, 12 Millionen
Genua. Wo ist denn eigentlich der Mikita? Der müsste doch auch irgendwo eins bekommen haben. Dann machen wir hier auch mal 19. Und gucken. Genua CFC aus Italien. Habe ich das Gefühl, oder ist es hier wirklich mehr als in den Vorsaisons, was dann angeboten ist? 500.000 Mark, die bieten 425.000, aber ehrlich gesagt ist mir das relativ egal, weil er ist leider Gottes verloren bei uns. Ist leider Gottes verloren, deswegen, ich glaube, ich nehme das Ding an und dann ist das Ding durch, oder ich probiere 500. 500 und ist gut, dann haben wir den Marktwert. Wenigstens etwas. Ansonsten sitzt er bei uns rum, ist auch nicht das wirklich Pralle. Ist jetzt ein kleines Risiko natürlich. Am 10. sind wir. Wolfsburg holt Asmir Begovic, den 2-Meter-Mann von Stoke City. Ja, sorry, jetzt bald für Bremen im Einsatz. Insigne, kurz davor, von Manchester United verpflichtet zu werden. Und ansonsten haben wir nichts mehr. Gerade läuft zurzeit anscheinend die Euro 2016. Transferangebot frei. Also da kommen sie jetzt alle angeschissen. 8 Millionen Stoke City, das können sie natürlich komplett knicken. 19 Leute. Jetzt haben sie wahrscheinlich hier gedacht, jetzt haben wir das Geld für den Torwart gekauft, für den Torwart bekommen, für den Begovic, jetzt knallen wir es mal gerade für den Stürmer raus. Kann aber nicht wirklich der Sinn der Sache sein, den für 8 Millionen zu verkaufen. Ich habe aber so ein bisschen Angst vor den Bugs, dass die zuschlagen. Ich weiß den Spieler nicht mehr genau. Wo es dann auf einmal hieß, ja, du hast den verkauft. Gott, was ist hier los, Mensch? 14 haben sie jetzt geboten. Na, die sind... Also Lokomotive ist raus. Villarreal hat auch abgelehnt für Benzia. 15 Millionen von Genua. Machen wir das mal zuerst. 18,5 ist jetzt mein nächster Schritt. Wir kommen denen jetzt schrittweise entgegen hier. Leute, 7,5 wert. Das wäre natürlich ein Mega-Transfer für uns. Megamäßig. Dann könnten wir uns Benzia auf jeden Fall wieder leisten. 14. Mache ich dann auch 18,5. Das ist echt so eine geile Luxussituation. Wir müssen den nicht verkaufen. Wenn der bleibt, dann schießt er uns in der Euroleague weiter. Wenn nicht, haben wir ein dicke, fettes Konto, was wir plündern können. Und was ist das hier? Dortmund. So, den kloppe ich jetzt mal hier 19,5 drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, 19,5 Borussia Dortmund. Die sollen dann ein bisschen... Oh nein, Leute, ey, was ist hier los? Nee, Schildia kann ich nicht abgeben, oder? Mit einer 76. Da müsste ich ja komplett alles neu. 7,8. Das könnte sein, dass die das annehmen, ne? Möchte ich eigentlich nicht so gerne, weil ich wollte das ganz gerne zusammenhalten, größtenteils. Vor dem Sturm, wie gesagt, ist nicht so schlimm. Hinten gewinnst du Meisterschaften. Und das ist ein eingespielter Haufen zusammen mit Ayeti. Nee, kannst du vergessen, will ich nicht. Möchte ich nicht abgeben. Christopher Chilian, der hat es sehr gut gemacht, nachdem Dian damals verkauft wurde und wir Ginter dann nach vorne gezogen haben auf die defensive Position, hat er sofort die Rolle des Abwehrchefs angenommen. Ja, 12. Juli, es geht schleppend voran, es ist schön, 15 Millionen Dortmund. So, das ist akzeptiert worden. Ja, also 500.000 Marktwert bekommen wir für Patrick Mikita. Ja, das ist ja im Prinzip nicht schlimm. Das ist ja jetzt mit Gavranovic super aufgefüllt worden. Sogar sehr, sehr gut. Tja, 15 Mille, ne? 15 Mille. Was hatte ich denn gesagt? Vorher hatte ich einen 19,5. Na, da muss ich jetzt... Gehe ich auf 18,5 jetzt auch bei denen runter. So. Michael Frey. Das Objekt, man kann es glaube ich jetzt schon sagen, dieses Transfersommers, was da schon für Angebote reingeflogen sind. Und es wird immer noch gescoutet. Und ich glaube, ich habe immer noch nicht für den Benzia das ganze Ding mal geändert, ne? Das hier. Da müsste ich ja nochmal nachlegen. Anfrage zurückgezogen. Benzia abgelehnt. Neues Angebot unterbreiten, ja. Man darf es nicht vergessen, da bin ich teilweise zu schusselig. Was wollen die denn? Steht nicht da, ne? Steht nicht da. 8,5. Es würden heißen, 4,6 würde bleiben. Wir haben also noch ein bisschen Spielraum. Das wäre ja im Prinzip die einzige Position, wo noch was gemacht werden muss. Wenn frei geht. Wenn nicht, müsste eigentlich auch noch was gemacht werden. So, da haben wir nachgelegt. Da kannst du mal durcheinander kommen, bei den ganzen Geschichten, die hier so reinfliegen.
Noch ein Transferangebot jetzt, oder was? Gladbach, 8,5. Frechheit, 19,5. 19,5 Millionen und die haben 18 geboten. So, muss ich annehmen, muss ich jetzt, ne? Muss ich machen. Nehme ich das an, 18 Mille für Michael Frey. Da können wir einiges an Geld wieder rausschmeißen. Da kann ich sogar zwei Stürmer für verpflichten. Mach ich. 7,5 wert. Das ist unser Sommertransfer. Michael Frey geht wahrscheinlich nach Italien. Da sehen wir das nämlich. Aus Frankreich drei Spieler. Nicolas Depréville, 25, auch von Sochaux. Lacazette, das ist ein interessanter Mann, der ist nämlich auch sehr schnell. Läuft aus in 12 Monaten. Beobachten, Wunschliste. Ich kann ihn ja mal eine Anfrage stellen, Lacazette, aber ich weiß wenig über den. Ich will einfach mal wissen, was die für den haben wollen. Belgien abgegrast. Da ändern wir das jetzt mal. Ist das aufregend hier? Geht richtig gut zur Sache, ne? Diese Vorbereitungsphase. Ich liebe sie, muss ich echt sagen. So, Belgien war abgegrast. Dann können wir den mal nach Holland schicken. Niederlande. So. Da schicken wir den mal hin. Ich glaube, die anderen... Naja, das mache ich dann, wenn es akut wird. Wenn dann gesagt wird, dass da keiner mehr gefunden werden kann. Transferangebot. Frei... Nee, 10 Millionen, das ist Quatsch. Spieler verkauft, das ist Mikita. Lacazette würde 10,5 kosten. Sehr viel für einen Spieler, den wir nicht gescoutet haben. So, da muss ich jetzt logischerweise 18 bieten, weil ich bekomme 18 von Genua. Das wäre Blödsinn, wenn ich jetzt hier drunter gehen würde. Aber das kann Gladbach, glaube ich, nicht stemmen. Wie soll es gehen, ne? Das ist im Prinzip nicht möglich. Diese Größenordnung. Das kann dann eher Dortmund. Die sollen sich mit Benzia mal bewegen jetzt hier. Dongu Safak. Da kann man so schöne Wortwitze draus machen, aber ich lass mir den jetzt mal, ich verkneif mir den. Tja, was kann denn der? Ich muss das viel besser gucken. Ich bin teilweise zu einseitig. Athletik ist sehr gut. Schießen eine 60, steht hier. Passen auch nicht wirklich gut. Mentalität sehr, sehr schnell. Sehr, sehr sprungkräftig. Balance ist gut. Stärke, also den schmeißt du mal nicht ebenso aus der Bahn. Aggressivität, Stellungsspiel lässt zu wünschen übrig. Ballkontrolle auch, Dribbling. Also er ist im Prinzip nur schnell, ne? Das ist es. Können wir das knicken? Bei Deniala, wie sieht's denn da aus? Ein Tag noch. Gut, das können wir abwarten. 9 Tage noch. Da sind die Österreicher. Wo es dann spannend wird. Was ist das denn hier? Dortmund akzeptiert, also der muss nicht unbedingt jetzt nach Italien gehen. Der kann auch nach Dortmund, das wäre mir sogar lieber, da wird man 500.000 mehr bekommen. 17. 17 von Stoke City. Ja gut, dann gehe ich jetzt auf 18,5 hoch. Reicht das schon mal? 18,5, ich glaube 19 habe ich gegeben. Ne, dann will ich die auch haben, wenn ich die von Dortmund bekomme. Das ist natürlich jetzt eine Stärkedemonstration vom BVB, dass sie den unbedingt haben wollen. Das haben sie abgelehnt. Aber wie zum Henker soll ich wissen, was die fordern, wenn ich... Gut, gehen wir jetzt auf 10,5. Ich will den Benzia wieder haben. Da weiß ich, was ich bekomme. Der wird Stammspieler sein, aber sowas von. Und dann wird es eben drum gehen, wer spielt neben ihm. Oder müssen wir überhaupt mit zwei Stürmern spielen? Wir können auch das System ändern. Wir haben ZOM, wir haben Außenflügelspieler, wir haben defensive Spieler, sehr viele. Das wird dann wirklich komplett davon abhängen, wie auch die Vorbereitung läuft, ne? Wenn das so weitergeht, ne, mit den zwei Stürmern, haben wir uns eingespielt mit. So, bitte nimmt es jetzt mal an hier für Benzia. Das gibt's auch gar nicht. Inakzeptabel. 20! 20 Millionen Euros. Könnten wir machen. 18 Millionen haben die jetzt an Genua verkauft. Also nicht nach Dortmund. 13,5 haben sie uns oben drauf gepackt. Deniala, gucken wir uns an. Athletik. Die wichtigen Sachen natürlich schießen, klar, ne? Mentalität. Kann man noch nicht sagen. Beschleunigung, Beweglichkeit, Sprungkraft, Sprinttempo ist in Ordnung. Antizipation, Stellungsspiel. Sehr viel Gelb drin, ne? Ballkontrolle, Flankenabschluss, 71. Also Deniala wird es definitiv auch nicht werden.
Bei Nielsen müssen wir noch warten. Ist Deutschland drei Spieler nochmal gefunden. Samet Yesil vom FC Bayern, Peniel Mlapa von Gladbach und dann haben wir ja noch Polter, Sebastian Polter. Das wird eine Sache, jetzt den frei zu ersetzen. Und ich will mir das nochmal gerade angucken, wie das ausschaut. Ne, das muss ich hier machen. Bei den Finanzen 26.000 Euro Transferbudget. Ich könnte das stemmen, ich könnte Benzia holen. Für 20. Ich könnte auch weniger. Nein, will ich natürlich nicht. Ich könnte auch mal versuchen, weniger zu bieten. Ne, wo muss ich denn hin? Zentrale wahrscheinlich. Mann, wo sind denn jetzt hier Büro? Ach, Postenger, ich bin ja komplett in Panik. 20 wollen die. Vielleicht auch weniger. Probieren wir das mal. Wir werden uns jetzt schrittweise rantasten. 14,5. Ich will den Benzia ja wieder haben, Mann. Das ist unfinished business, das ganze Ding. Ich will Benzia wieder haben. Ist natürlich eine ganze Masse Holz, aber 18 Millionen für frei, das ist auch richtig viel. Das ist, glaube ich, das, was wir am meisten kassiert haben. SC Freiburg Star frei an Genua verkauft. Er war wirklich der absolute Star bei uns. Und jetzt geht's mit kleinen, aber immer feineren Schritten Richtung ersten Testspiel. Andreas Christensen. 350.000, Marktwert 375. Das werde ich, glaube ich, annehmen. Mit einer 64, das hat keinen Sinn mehr. Dann lieber das Gehalt sparen und eine kleinere Mannschaft haben. Das sollte eigentlich schon passen. Zwei Spieler aus Frankreich. Kevin Mailly und Anthony Ucha. Der spielt jetzt bei Olympique Marseille mit 25 Jahren. Scheint sich gemacht zu haben. Ach, das ist aus Holland. Zwei Spieler. Danny Husen von Ajax 25, Markus Pedersen von Vitesse Arnhem. Ja, Stürmer, ich weiß gar nicht, wie werden die denn? Die werden nicht beobachtet, weil es wahrscheinlich zu viele sind. Das dauert noch. Ich will nochmal ganz kurz gucken in den Teambericht, wie jetzt die Mannschaft aussieht. Joel Mal, der soll ja auch noch weg. Ganz gerne. Also drei Torhüter. Ich im Prinzip könnte auch da bleiben, falls sich ein Torwart verletzt einfach. Läuft aus in 12 Monaten, ist nichts wert. 120.000 können wir auch sitzen lassen im Prinzip. Wir haben zwei Rechtsverteidiger. Durm, Yedlin, Julien, Ayeti, Ginter, Höhn. Das werden dann wahrscheinlich unsere Innenverteidiger sein. Weil ich möchte nämlich ganz gerne defensives Mittelfeld mit Hoffmann und Öztunali spielen. Weil der muss Einsatzzeit haben und da habe ich nichts gegen. Also wir brauchen dann auch keinen Innenverteidiger mehr zu holen. Müssen wir dann schauen, wie wir das machen. Also die können alle was hier hinten. Das sind vier super geniale Innenverteidiger. Also das passt auf jeden Fall. Wir haben Günther und Wimmer. Ja, für den linken Verteidiger, ich weiß es nicht. Als Backup-Spieler vielleicht ein bisschen schwach. Da haben wir Volland mit einer 78. Also ich glaube, der Transfer mit Schmid, der hat sich ausgezahlt. Esswein, Zuck, Lazaro Lopez, Schreivers, Bakali, der zählt ja noch für die Seite hier, für die Rechte. Gavranovic ist momentan mit Schreivers der einzige Stürmer. Also zwei Stürmer haben wir. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Ich denke sogar, dass wir noch zwei holen müssen. Aber es geht ja. Wir haben ja die Kohle dafür. Stückchen vor. Und da sind wir. Wir haben Christensen verkauft. 350.000. Inakzeptabel für Benzia. Alan. Da haben wir auch jetzt, genau wie bei Nielsen, den Bericht fertig. Ich guck mal gerade schnell drüber. Tja, viel Gelb, ein bisschen mehr Grün. Stellungsspiel Stärke ist sehr gut bei Nielsen. Flankenabschluss 67 bis 71, Ballkontrolle, Dribbling nicht so wirklich prall. Also normalerweise ist es ganz klar ersichtlich. Ne? Du siehst jetzt auch schon, dass hier Alan natürlich besser ist, ist aber auch 4 Jahre älter. Antizipation ist super. Sprinttempo, Beschleunigung, Beweglichkeit. Flankenabschluss ist bei einer 74, Dribbling, Ballkontrolle ist auch ganz gut bei ihm. Tja, ich habe die Qual der Wahl, so wie es aussieht, ne? Erik Durm hat festgestellt, dass er auf der Bank sitzt. Ist ja auch so einer, der kann auch links wie rechts spielen. Tja, es wird sich jetzt nichts tun vor dieser Partie gegen Hellas Verona. Ich muss mal überlegen, ob ich das auf Weltklasse lasse oder doch mal für testweise auf Legende stelle. Aber die Tendenz geht ganz klar, dass wir auf Weltklasse weiterspielen. Stand jetzt.
Was ich noch machen muss, das hier weiter anpassen. Transferangebot. Benzia, 14,5. 17,5. 17,5, und dann müsste das eigentlich passen. Gehalt könnten wir locker stemmen. 17,5 für Benzia. Dann hätten wir noch 500.000 Puffer für frei oder von frei. Kommt schon, seid nicht so stur. Seid bitte nicht so stur, ihr Spanier. Tja, und da sind wir beim Spiel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war sehr, sehr turbulent. Mit Sicherheit die turbulenteste Transfergeschichte. Erster Teil. Wir sind jetzt ja gerade mal Ende Juli. Die wir hier im Let's Play hatten beim Karrieremodus. Freiburg ist gut aufgestellt, aber das geht noch besser. Ein Stürmer muss noch ran. Klappt es mit Yasin Benzia oder nicht? Und ihr seid natürlich nach wie vor aufgerufen, Tipps reinzuschreiben. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Baumi.